Willkommen zurück zu Let's Play Amnesia A Machine for Pigs. Ich habe das Gamma mal ein bisschen höher gedreht, damit man was sehen kann, denn mir ist... Denn mir ist aufgefallen, dass das Spiel verdammt dunkel ist. Eigentlich sogar noch weh... Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Das klingt wie die, oder klingt ein bisschen wie die Lyrics zu einem Fear Factory Song. Soul of a new machine. Wow. Ich bin mir nicht sicher, wir sind mitten im Spiel, würde ich jetzt mal so behaupten, und es macht ganz den Anschein, als würde es dieses Mal gar kein Inventar geben, das heißt, das Spiel hat kein Inventar. Oh. Ich muss sagen, ich war über die Tatsache echt verwundert, weil, ja, das heißt, wir haben dementsprechend keine Ölanzeige. Scheinbar aber sowieso auch kein Öl. Und, ja, Inventar haben wir keins. Also gibt es scheinbar auch kein Schlüsselsystem mehr oder so. Das sind so ein paar Dinge, da war ich jetzt ein wenig verwundert, ehrlich gesagt. What the fuck? Was sind das für Geräusche? Wo kommt das her? Okay, wir haben es aktiviert. Sieht so ein bisschen aus, als wenn man das hochfahren kann. Hier kann man nichts mehr dran machen. Ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen verwunderlich. Das What the? Warum stürzt ihr eigentlich in diesen Amnesia-Games immer alles ein? Das wäre mal nett, wenn man zur Abwechslung was hätte, was nicht einstürzt. Da geht's hoch, hier ist zu, also muss ich hier hoch. Hallo? Das kann nichts Gutes gewesen sein. Noch mehr elektrisch. Noch mehr elektrische Sabotage. Und noch eine manipulierter Sicherungskasten. Dieser Kerl sabotiert ziemlich gründlich, wenn auch etwas monoton. Der Gestank dieser Fässer macht es einem recht unbehaglich. Ich hoffe inständig, dass die Substanzen, die in der Fabrik aufbewahrt werden, kein bezeichnendes Merkmal der Überschwemmungen sind, die meine Kinder bedroht. Ah. Okay, wir brauchen eine Sicherung. Was ist mit der Musik? Ah, ein Zettel. 19. August 1899. Von Reichenbach schreibt über die Lebenskraft 0D. Während dieser ignorante Scharlatan Blavatsky über die Seele doziert.
Schwachköpfe sind sie, alle beide. Wie man nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion erreichen zu können, ohne vorher durch Erbrochenes und Innereien zu warten. Ohne auf einen knöchernen Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber, in unserer stählernen Tempel, war ich Augenzeuge wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der erst kürzlich von einem durchgegangenen Pferdewagen überfahren wurde. Eingetaucht in ein Gefäß voller Brennenburglösung. Die Augen öffnete und verzweifelt rief, oh, meine Beine, guter Mann, wo sind meine Beine? Wo ist mein Körper? Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. Oh, mein toter Liebling, oh Lilly, für dich ist es zu spät, aber das eine verspreche ich dir, ich werde unsere Kinder von dem Tod retten. Und falls notwendig, so werde ich sie mit der wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Brennenburg, das war doch das Schloss aus dem ersten Amnesia. Das heißt, ihr wisst schon mal, was Sache ist. Es ist im Nachhinein verknüpft gewesen. Okay, warum hat es jetzt geflackert? Das ist nicht gut. What the fuck war... Was zum Teufel war das? Ich mach die verkackte Tür zu. Und ich mache die verkackte Tür zu. Die Sicherung kann man nicht rausnehmen. Fuck, dann muss ich die ja holen. Beschissenes Kackvieh. Was auch immer das war. Ich werde sicherlich nicht warten, bis es hier ist. Fuck you. Rein damit. Anmachen. Der Weg ist nun klar. Diese chemische Verarbeitungsmaschine scheint nur ein Teil einer viel größeren Komplexes zu sein. Das wird kein leichter Weg für mich. Ich werde weiter in dieses merkwürdige Reich vordringen, während ich meinem Fieber und dem Rufen meiner Kinder folge, wohin auch immer sie mich führen. Da vorne war was. Klar, ihr kleinen Dämonenblagen. Euch kann man natürlich vertrauen. Ich meine, ihr dürftet hier theoretisch gesehen gar nicht... What the hell? Dürftet hier theoretisch gesehen gar nicht sein. Aber ihr seid hier. Warum auch immer. Außerdem ist hier irgendetwas... Kleines am Rumrennen. Zumindest nicht menschgroß. Extraordinary, quite extraordinary. And you built it all. Good God, man, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Hmm, ja, das ist eine gute Einstellung eigentlich. Jetzt ganz wird's hier langsam. Es sollte erstmal angeschaltet sein hier. Hä? Ach da. Hm?
Okay. Sind wir jetzt in einem Steampunk-Ding? Ach, das ist wie so eine Art Luftschleuse. Schon wieder. Geht hier was auf? Auf der einen Art muss ich sagen, es ist echt praktisch, weil so wie jetzt gerade. Oder eher durch die Tatsache, dass es kein Inventar und so gibt, ist es halt wirklich so, nur das Spiel und man selber. Das Halsband, der Hals, der Geigenstrick. Aus dem Fenster könnte er fast bis zu den Docks sehen, wo sie immer noch Haare aus den Gittern zogen. Nur Gott weiß, was das über den Zeitungsjungen sagt. Man spricht von Mord. Es ist ein bisschen schade, dass sie die Mechaniken so abgeändert haben, sag ich mal, dass es jetzt kein Inventar mehr gibt anscheinend und dass es ja auch offensichtlich keine Schlüssel mehr gibt. Weil das hat dem Original so ein gewisses bisschen an Taktik verliehen. So was die Verstecke betroffen hat. Ja, ja, locker bleiben. Ja. Mein Gott, ich komm doch. I have such visions to share with thee, if my jaw be unshackled and you harvest the crust from my eyes. Make me clean, Mantis, that my thoughts and words can unfouled be. Ja. Die Fabrikbüros. All diese Hinweise auf eine große Arbeiterschaft, aber keine tatsächlichen Lebenszeichen. Es ist gar so, als ob sich jemand sehr darum bemüht hätte, die Illusion einer funktionierenden Fabrik zu kreieren. Aber wenn man diese Fassade genauer studiert, erkennt man sie eindeutig als Fälschung. Dennoch, ich muss meine Ängste beiseite legen, das Unbehagen unterdrücken, das sich mir im Magen gräbt und meinen Weg fortsetzen. Überall diese Schweinemasken. Zettel. 1. Mai 1899. Andererseits, was wäre, wenn sie aufrecht stehen und wie Menschen laufen könnten? Was, wenn das Bestialische demzufolge im Zaun gehalten werden könnte? Würden sie singen? Würden sie ihren eigenen Gott finden? Ich habe diese Dinger gesehen und meine Antwort lautet ganz klar nein. Nein, sie würden sie nicht. Einen ihnen aufgezwungenen Gott, aber würden sie bereitwillig die Treue schwören und ihm huldigen. Darin, so würde mir gewahr, unterschieden sie sich nicht von der Masse. Sie sind uns äußerst ähnlich. Ist diese irreversible Schwelle erst einmal überschritten, werden unsere Fesseln zu eng und wir müssen freigesetzt werden. Zum Befreien der Menschheit zerschneiden wir die Menschen. Zum Überwinden dieser großartigen Entwicklungsgeschichte muss sie zuerst auf dem Boden gemalt werden. Okay, Leute. What the fuck? Okay, lesen wir diesen Zettel hier noch.
22. August 1899. In Amerika sprechen sie davon, ihre Städte bis in den Himmel zu bauen. Das erscheint mir dann doch etwas töricht. Vielleicht aber ist das bei Nationen einfach so, die ohne eigene Geschichte gegründet wurden. Wir hingegen wandeln auf unserer Geschichte, auf unseren Geschichten. Sie sind in den Lehm unter unseren Füßen komprimiert. Davon haben die von uns eingestellten Ingenieure gesprochen. Sie erzählten, wie sie beim Bau der U-Bahn oft auf ältere Tunnel stießen, die kreuz und quer unter der Hauptstadt verlaufen. Welche Paläste wohl unter uns begraben liegen? Wir graben und graben immer zu unserem eigenen uns das Gefass? Immer zu und eigne uns das eignen uns das Gefundene wieder an. Im Mittelpunkt des Planeten, so erzählt mir ein Architekt, befindet sich eine große Eisenkugel, das Ei der Welt. Oder auch Erdkern genannt. Okay, Leute, an der Stelle... Zähne und Brillen. Gut, an dieser Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part bei Amnesia, A Machine for Pigs. Bis dann. Ciao.